Anne Kuhns, ich bin Vincent und habe keine Angst. Wir lernen Vincent kennen, ein Junge, der ziemlich alleine klarkommen muss. Seine Eltern arbeiten viel und er ist oft alleine und hat keine Möglichkeit, mit seinen Eltern zu reden, weil sie eben so eingespannt sind. In der Schule wird er gemobbt. Das macht es ihm nicht leichter in seinem Leben und er kann darüber nicht berichten, kann darüber nicht erzählen, behält es für sich. Er hat sich eine eigene kleine Welt geschaffen, in dem vier Tiere eine Rolle spielen. Ein Eichhörnchen, ein Wurm, ein Pony und ein Käfer. Diese vier begleiten ihn, es sind seine inneren Stärken, um irgendwie klarzukommen, denn er wird wirklich so gemobbt, dass man ihn jeden Tag mehr oder weniger verprügelt. Lehrer kriegen das nicht mit, auch das kennt man an den Schulen, in Gruppen, dass die, die dafür verantwortlich sind, das eben einfach nicht mitbekommen. Er hat ein Survival-Buch und das ist seine Lebensrettung. Er liest jeden Tag darüber, kennt dieses Buch in- und auswendig, hat ein Survival-Kit, in das er sein ganzes Taschengeld gesteckt hat, weil damit kann er überleben. Wir sehen das hier, das ist in dem Buch wunderbar gemacht. Die Survival-Tipps sind immer grün unterlegt auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite sehen wir, was als nächstes für ihn kommt, nämlich die Klassenreise. Und davor hat er richtig, richtig große Angst. Zu Recht muss er auch haben. Um nachher überhaupt klarzukommen, kommt ein Mädchen in diese Klasse und das ist sein ganz großes Glück. Die heißt Jacqueline, wird die Jacke genannt und mag ihn. Und die wird ihm klar machen, er muss den Mund aufmachen, er muss reden, sonst wird sich nie etwas ändern. Ein ganz kleines Stückchen will ich lesen von diesen Tieren. Die Jungs haben ihn wieder geärgert, haben seine Brotdose weggenommen, haben ihn geschlagen, haben ihn geschubst, er liegt auf der Erde. Springe höher, ruft das Eichhörnchen. Ich kann nicht, flüstere ich zurück. Sie schmeißen meine Brotdose in den Abfalleimer. Jemand schubst mich, ich falle hin und dann sind sie weg. Steh auf, lispelt der kleine Käfer. Du bist nicht schnell genug, sagt das Fohlen. Ich weiß, murmle ich. Ich bin auch von mir selbst enttäuscht. Du musst trainieren, ruft das Eichhörnchen. Ich nicke, das mache ich ja schon seit Wochen. Mein Wunsch wäre, eine Klassenlektüre zu haben, damit man mit Kindern ins Gespräch kommen kann, wie unsagbar es ist, jemanden zu quälen, nur weil er schwächer ist, weil er das Opfer ist, weil er sich nicht wehren kann. Und die Auflösung dieses Buches finde ich hervorragend. Du brauchst einen Verbündeten, du brauchst einen Partner, mit dem du reden kannst.